Hi liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute zeige ich euch das Dorf Sizilien-Groden in der Nähe von Wilhelmshaven. Viel Spaß mit dem Video. Direkt im Ortskern von Sizilien-Groden steht seit 1959 die Christuskirche. Ja, die Kirche würde ich auch von innen zeigen gerne, aber geschlossen. Sizilien-Groden entstand übrigens in den Jahren 1938 bis 1939, weil damals immer mehr Werftarbeiter der Kriegsmarinewerft hier in Wilhelmshaven ja hierher gezogen sind. Ich meine, die sind ja nicht nur nach Wilhelmshaven gezogen, sondern auch nach Mariensiel hier nebenan und hier, ja. Und hierher quasi ein bisschen, natürlich noch ein bisschen weiter. Weil da sind die noch weggezogen, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber hier ist schon cool zu leben, muss ich ehrlich sagen. Hier Verkehrsanschluss besteht hier übrigens, ich sag jetzt mal, hier sieht hier übrigens der Mau. Also, oh ja, gut, na gut, weil hier fährt immer alle Stunde mal so ein Bus durch, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt die Offenbarung. Und aber ja, früher hatte man sogar hier im Nachbarort Mariensiel, zu dem bald auch noch ein wiederkommt, einen Bahnsteig gehabt an der Bahnstrecke Wilhelmshaven-Oldenburg. Und da, und hier der Bahnsteig wurde aber entfernt, weil er sich angeblich nicht mehr gelohnt hat. Obwohl gelohnt hätte er sich schon hier für diese beiden Ortschaften. Ach, was noch wichtig zu erwähnen ist, der Ort besteht hier ja aus, nicht nur aus hier Einfamilienhäusern, sondern auch aus Volkswohnungen, was auch immer Volkswohnungen sind. Aber ich kann mir ich kann mir unter Volkswohnungen schlagen mich nicht, wenn ich da jetzt das Falsche sage. Also dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr besser wisst, was Volkswohnungen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so Mehrfamilienhäuser, dieser ähnliche Wohnhäuser sind. Also hier ja, also insgesamt sind hier 256 Häuser, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, mit den neuen zugebauten, ja, muss man dann, aber gut. Der Ort ist doch größer, als ich dachte. Also, ja, gut, dass ich mir jetzt 5 Stunden hier eingeplant habe fürs Film und so, weil sonst wäre ich hier gar nicht durchgekommen. Was bringen eigentlich diese Verengungsdinger? Was sind die dafür, dass man langsam fährt oder was? Ich meine, ich war zwar in der Fahrschule, aber ich verstehe den Sinn trotzdem immer noch nicht von diesen Dingern. Oh. Heute wieder fast vom Fahrradfahrer angefahren werden, gar keinen Bock. Irgendwie schafft jedes Dorf es, seine Dorfplätze vernünftig zu gestalten wie hier. Warum hat man es beim Bismarckplatz in Wilhelmshaven nicht genauso geschafft? Guck mal, wie schön das hier ist, Leute. Dieses Dorf hat es mir jetzt echt angetan. Ging auch nur, wo ich sage jetzt mal, ganz unverhofft hierher. Alter. Kennt ihr das, wenn ihr auf Klo müsst, aber weit und breit hier gar kein Klo ist, weil hier im Ort nichts ist, wo man nämlich hingehen könnte? Alter, ich finde es so richtig unangenehm, ne? Vor allem, wenn man pinkeln muss, richtig dumm. Ne? Ich meine, ich war zwar zu Hause auf Klo, aber ja, ist ja auch schon etwas länger her. Ne? Und jetzt hier, in den Vorgärten pinkeln, will ich natürlich auch nicht machen. Eine Hauptattraktion in Sizilien-Groden ist der Salzwiesenpfad, der sich da vorne befindet. Ich meine, dieser Salzwiesen befindet sich hinter am Deich und wenn da jetzt hier kein Naturschutzgebiet ist, kann ich da gerne mal hochgehen und hier euch die Salzwiesen von oben zeigen, denn die sehen wirklich richtig, richtig toll aus. Salzwiesen sind übrigens hier natürliche Lebensräume, also am Meer. Ne? Da leben unter anderem Wattwürmer, irgendwelche Vögel, und ja, viele andere Arten von Kleintieren drin. Es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Salzwiesen. Es gibt hier einmal Laugenwiesen, ja, und irgendwie so Standardwiesen hier, ne? Keine Ahnung. Weil jedenfalls gehört das hier zum niedersächsischen Wattenmeer. Ja, und hier kann man wirklich toll mit dem Fahrrad langfahren. Man sollte hier
ja am Wochenende, im Sommer nur aufpassen, weil hier ganz, ganz viele Schafe dann sind, dass man an die nicht überfährt oder so. Boah, ich hasse diese Treppen hier, ey. Wie hoch sind eigentlich hier diese Deiche? Weiß einer von euch, schreibt es mal in die Kommentare, oder? Da gibt es bei Deichen Höhenbauvorschriften, ich denke mal schon. Weil man kann hier nicht so hoch bauen, wie man lustig ist. Da ist ein Fußballplatz, da spielt der FC Sande oder wie auch immer der heißt. Ist da eigentlich Starkstrom drauf auf diesen Zäunen oder da ist da kein Starkstrom drauf? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich hier oben sein darf, aber scheißegal. Hey Leute, genießt einfach mal diesen Ausblick. Hier herrlich, wie der Wind so schön, wenn das Wasser weht, wenn es nicht so kalt wäre. Salzwiesen sind auch ganz schön groß, ne? Wie viele Quadratkilometer sind diese Salzwiesen groß? Weiß einer von euch, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Mal zeige, wo ich bin. Hier oben ist Wilhelmshaven, von da komme ich ja. Und hier ist Sande, also ungefähr hier, wo zwischen Mariensiel und Altenhof und Neudeich. Soll ich hier am Salzwiesen fahren, mal mit dem Fahrrad langfahren? Das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr hier mehr aus Wilhelmshaven und der Region sehen wollt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Vlog. Ciao.